Was nehmen wir denn? Ach komm, ich will die da. So, dann bin ja nur noch, ja, dann muss es ja automatisch ich sein, weil andere fahren ja nicht mit. Und ich bin überhaupt nicht warm gefahren und kaputt von der Arbeit. Ich werde bestimmt gegen Kirsche gewinnen. Nicht. Wir hoffen, dass du recht hast. Es fühlt sich auch entsprechend schwammig an, wenn man nicht eingefahren ist. Jo. Das könnte auch nicht einfach am Auto liegen. Nee, das liegt an mir jetzt. Ja. Ich will da vorbei. So. Den Gang OBS kann ich, wenn ich mal mehr Zeit habe, gucken, Stevie. Ja, muss, die Frage ist, ob da irgendwas in Digi Voodoo Probleme nee, macht, weißt du? nee. Ich hatte jetzt keine Zeit mehr für. Ja, wir müssen noch mal irgendwann mal gucken. Ich meine, wenn Ja. jetzt gerade die Lösung, wie ich sie habe, jetzt erstmal funktioniert, ist ja jetzt erstmal nicht schlecht, weißt du? Ja. Wenn die Route so gefahren, wie das Auto es möchte, nicht so wie ich es möchte. Wie lange hast du eigentlich die 1080 nicht mehr benutzt? Seit 2019. Oh, und jetzt wird sie wieder benutzt. Okay. Ach, jo, ist klar. Ich dachte, so ein blinkendes gelbes Auto gesehen. Ich muss wirklich die Strecke so fahren, wie das Auto die Strecke fahren möchte. Nicht so wie ich es möchte. Es ist halt eben eine Abstimmung. Der eine sagt dies, der andere sagt das. Das Auto hat halt eben mehr Gewicht. Aua. Ich unterschätze jedes Aua. Mal, wie heftig das Ding untersteuert. Die Abkürzung hat mich hier alles gekostet, hier. Das Die Verlängerung rein, besser. Jetzt bin ich abgeflogen. Nicht Nee. wegdrehen! Ich komme mit diesem Auto gerade nicht klar. Ja, Bin ich mecker nicht rum, ich habe mich da auch weggedreht. Das ist ja desaströs heute. Ach, jetzt ist Asuka vorne, ja. Zum Thema, sie ist eine sehr Ah, langsame jetzt Fahrerin. crasht sie. Okay. Ja, ist ein bisschen mäßig, Das Auto glaube ich, ist aber auch okay. Jeder Das crasht, Auto ist ausgezeichnet. okay. Ja, das Auto ist super. Es ist total okay. Ja, für die Schrottpresse ist das ziemlich okay. Ja. Aber das ist doch eklig, wenn man nicht eingefahren ist. Meine Fresse, und der Stuhl ist auch falsch. Das steht hier nicht richtig. Ich geh auch gleich nochmal umstellen. Upside down? Nee, lieber nicht. Nein, ich meine, hast du ihn upside down oder was daran falsch? Naja, er sitzt halt eher unbequem, nicht komplett. Achso, zu nah dran, zu weit weg oder irgendwie sowas. Ja, der hat bestimmt die irgendwas Rücklehne davon nicht ist es. Ich Müsste weiß, ich gleich ja. mal auskundschaften, was es jetzt genau ist. Aber du weißt doch, dass du vorher den Sitz einstellen musst, die Rückspiegel, die Seitenspiegel. Ja, Das lernt man ja. doch im Fahrsicherheitstraining. Hat mir Eddie nicht gezeigt. Das glaube ich. Gott, wie kann man Ah! eigentlich nur so Oh, gut gegangen. Alter, wieso bin ich da? Nein! Mann. Was mach ich denn heute? War ja heute komplette Grütze. Ja, das Schöne ist, wir fahren momentan alle Alter, komplette Grütze. ich hab doch schon Gas weggenommen. Was willst du denn noch, Auto? Weißt du, es liegt an Dennis 1080, deswegen fahre ich so schlecht. Ja, bist du Die Karte, gut die gefahren, Karte, gewohnt. die Karte, die Karte ist eigentlich ein bessere, besseren Skill gewohnt und sieht jetzt mich. Der hat bestimmt irgendwas da rein programmiert, dass er die Karte erkennt, dass du gegen ihn fährst. Aber als Trost hat sie jetzt eine stärkere CPU, denn bei mir musste sie damals mit einem 377K auskommen. Ernsthaft? Ja, ja, sicher, bei mir kommt es jetzt mit der 6700K ja, aus. Der alte Rechner hat eine 3770K drin gehabt. Und die Grafikkarte denkt sich jetzt auch noch so, Hilfe, was ist denn jetzt los? Ja, in der Hinsicht schon. Aber wir haben ja gestern gemerkt, dass es kein Bottleneck ist. Ich meine, Dirt Rally 2.0 lief ja für die Grafikkarte auf 100%. Ja. Mit 74 Grad.
Ja, 6700 Körper ist ja auch schon eine ganz andere Nummer als meine 377 Körper damals. An sich arbeitet so gesehen ja alles perfekt da drin zusammen. Wow. Ich hasse dieses Auto so sehr. Es ist unfassbar. Amazing. Ich sollte aber der Game Cap, also der Desktop Capture ist aber nicht on point. Ich sehe in der Vorschau, dass es manchmal ruckelhaft wirkt. Ja, das bringt das so mit sich. Ja, was soll ich denn machen, wenn er nicht capturen kann? Ja, also ich würde sagen, im Vergleich zum Start bin ich so 1 bis 2 Meter näher gekommen. Ach, Mensch, warum? Das heißt, YouTube, sorry, wenn ihr das ein bisschen ruckelhaft seht. Ich kann da gerade selber nichts fühlen. Ja, das stimmt jetzt mit meiner Stuhlposition nicht. Ich bin gerade noch nicht unschlüssig, was das Problem ist, aber es fühlt sich doof an. Und das ist das Glückwunsch, Problem. Du bist Zweiter. Also ich entschuldige mich, wenn das ein bisschen ruckelhaft wirkt. Sorry, Stevie, YouTube. Ich hätte so viele Sekunden vor Crash sein können, ne? Aber ja, hätte ich einen Crash weniger gemacht, hätte ich viele Sekunden vorne sein können. Wieso mache ich denn das? Mann. Ich muss fehlerfreier werden, sonst klappt ja, das wir haben alle wie viel? Mindestens 2 Fehler, oder? Jeder hat mindestens 2. Mindestens. Also so massivere Crashes. Nicht Maximum, sondern Nein, das Maximum war bestimmt höher. Ich hoffe, sie war es, dass sie wieder aussehen soll als erstes. Achso. So, dann ich. Stimmt, fühlt sich das immer noch doof an mit dem Fahren, aber mit dem. 8 Runden! Das ist gut, dann kann ich mit der Bahn fahren. Das ist gut, da kann die in 8 Runden. Warte mal, wir fahren 8 Runden mit dem Speedster. Ja, aber es ist voll, die Strecke ist jetzt kaputt. Ach, ist da nicht das Constraint, dass wir durch das Bergwerk fahren müssen? Oh Gott, fast dagegen fahren, fast halt nicht. Ach komm! Nein! Oh, ich muss mich resetten! Was ist denn das heute mit mir? Ich musste mich resetten, weil die Karre sich wegdrehen wollte. Ich nehme jetzt Zaun in der Abkürzung, ja. Das heißt, ihr fahrt somit alleine. Oh, ich fahr scheiße heute, Alter. Was ist denn das, Mensch? Ja, ich merke die Arbeit. Ich bin müde, ich merke es. Habt ihr denn wenigstens irgendwelche Halloween-Specials gemacht? Weiß ich nicht, nur in der Spielhalle. Ja, da gibt's in der Spielhalle ja auch irgendwelche Halloween-Dekorationen. Nicht? Müsst ihr euch mal ein bisschen Gedanken machen. Da gibt's Automaten, woher die das Geld von den Gästen wegnehmen sollen. Ja, und da gibt's eine Decke, wo man Deko dran kleben kann. Da kann man H2 Overdrive spielen. Oder MotoGP, kannst du auch da spielen. Ja, stell mal einen HP2-Automaten hin. Da gibt ja HP2-Arcade-Automat, das wäre jetzt voll cool, wenn wir den hätten. Ja, besorg mal. Lass mich raten, da sieht das Spiel auch schon wieder dann ganz anders aus, ne? Ne, es wird PC sein, oder? Das Fahrverhältnis ist komplett anders. Wirklich? Ja. Anders im Sinne von anders als PC und PlayStation? Hier scheinbar nochmal was ganz anderes, weißt PlayStation du? PlayStation habe ich nie gespielt, aber hier gehe ich mal stark von aus, weil du hast da so viel Downforce, alter Schwede. Jeder Berg, du bleibst auf der Straße, ne? Ist die Grafik anders als PlayStation? Ich glaube, die war die Grafik nochmal genauer. Ich glaube, die war ähnlich wie PC, glaube ich, gewesen. Oh, okay, dann wäre es ja echt krass. Warum sollten die noch eine dritte Version machen? Das schon auch dritte Version. Aber die Autos waren sehr viel schneller und die Downforce war enorm und die KI war gut. Die KI kann gut sein? Du meinst starkes Rubberband.
Ja, aber was für ein Rubberband, Alter, Falter. Macht aber für eine Arcade-Version auch Sinn, weil damit jeder Spaß hat am Spiel. Also da sieht man oben die FPS-Anzeige und denkt sich so, okay. War das bei der 1060 nicht so? Ich weiß es nicht, ich kannte die FPS-Anzeige. Ja, das hat mit der Grafikkarte nichts zu tun. Nein, aber ich kannte die FPS auf der 1060 nicht. Muss ich ehrlich sein. Es wird deutlich geringer gewesen. Aber irgendwie fühlt es sich so an, je länger wir auf die Strecke werden, werden es irgendwie mehr FPS. Ich war gerade kurz bei 600. Ja, das kommt. Oh, was war ich müde? Das kommt was? Das kommt darauf an, ob du Autos vor dir hast. Nein, ja. Natürlich nicht. Ich hatte ja eine Abkürzung mich ja weggedreht. Und ihr wart danach weg. Ja, vielleicht waren wir noch weit genug weg. Zumindest, jedenfalls, wenn die Autos vor dir nicht mehr gerendert werden, dann hast du... Mal gucken, ob wieder so ein typischer Kommentar kommt. Das menschliche Auge sieht aber nur so und so viele FPS. Es lohnt nicht, noch mehr zu haben. Ach so, wegen deiner Anzeige meinst du jetzt? Na, ja, würde mich nicht wundern, weißt du? Ja, doch, bin ich d'accord, lohnt sich nicht. 600 brauchst du nicht. Nein, ach, für HP2 braucht man das. Es gibt doch immer noch Leute, die meinen, das menschliche Auge sieht doch nur so circa 30 Frames. Also, ich denke mir so, ich erkenne den Unterschied zwischen 30 und 60. Man erkennt auch den Unterschied zwischen einem 60 Hertz und einem 140 Hertz Bildschirm. Ja, aber du kennst nicht zwischen 400 und 600. Ab einer bestimmten vielleicht ist es nicht mehr so erkennbar, okay. Bei HP2 ist das Duplikat Wahnsinn. Ist das so eine gewagte Aussage, aber selbst da gebe ich dir sogar recht bei 400 zwischen 600. Ja, ich meine, ich habe gerade 500, knapp, jetzt bin ich bei 600. Wieder bei 500, 400. Dabei habe ich nur zum Spaß die Anzeige oben einfach mal an. Wo die FPS-Anzeige mal gar nicht sich lohnen würde, wäre Nice 2. Ja. Und NFS 4. Ja. Weil... Richtig Kurve Auto, was ist denn das, ey? Weil, Nice 2 müssen wir ja auf 60 cappen. Oh, du musst nicht. Kannst auch gerne eine höhere Framerate haben, wenn dir das gefällt. Ey, erstmal müssen wir mal hier gucken, durch das System neu aufsetzen, ob ich wieder Nice 2 spielen kann. Oh, das geht bestimmt jetzt nicht, wahrscheinlich. Du meinst, dass dadurch der Fehler, der da war, weg ist, oder was? Kann nicht sein. Das kann... Ja, das wäre wahrscheinlich sein, du ein neues System drauf, klar. Also weißt ja, was du tun hast, ne? Wenn Nice nicht mehr geht, ist das System neu. Ja, wahrscheinlich die ganze Zeit jetzt immer, oder was? Hier. Oder einen neuen Computer kaufen. Das Gute ist, ich habe mir einen scheiß Screenshot gemacht, wie wir Afterburner eingestellt haben, ne? Mit den ganzen Settings. Okay. Ist so, was denn? Ist das so? Jo. Ja, okay. Aber ich glaube, bei HP2, da gähnt die Grafikkarte, würde ich mal sagen. Ja. Da denkt sie sich so... Passiert hier noch was? Willst du eigentlich mal irgendwann was spielen? Ja. Wobei, ne, ein bisschen arbeitet sie, aber nur ein bisschen. Und zwar, weil ich ja aufnehme. Da arbeitet sie ja doch ein bisschen. Wie kann sie eigentlich so einen langen Namen machen? Ja gut, der wird halt eben nicht in ASEC gelockt. Aber an sich kann man das einstellen. Mit Slash Name. Weil Dennis ist ja jemand, der hat ja TRR davor. Das ging bei mir ja auch, bis ich dann irgendwann das MR vor dem Namen noch gesetzt habe. Dann ging es nicht mehr. Ja, im Menü kannst du es nicht einstellen, aber im Spiel kannst du, also im Server, im Online-Server kannst du mit Slash Name den Namen ändern. Da kannst du auch längere machen. Ja. Aber ASEC lockt es dann nicht mehr, wenn es irgendwie, ich weiß die Anzahl Buchstaben nicht mehr, aber irgendwann hört er auf.
kommt HP2-Musik gerade im Radio. Das passt ja wie die Faust aufs Auge dann. Da wird bei mir jetzt ja auch endlich angezeigt. Ich meine, das ist übrigens die erste Aufnahme mit Snap, ne? Weil beim letzten Mal, wir haben Snap eingerichtet und dann wollte Nice nicht mehr und danach haben wir eine Grafikkarte nicht mehr. Jetzt haben wir die Hypothese. Genau. Ist klar. Ich hab auch, also aktuell habe ich Angst, Life is Strange zu starten, weil ab da fingen die Probleme dann nachher an. Dann wird das Leben seltsam, wa? Ja. Nee, weil ich würde True Colors gerne irgendwann endlich mal aufnehmen, so ist es nicht. Aber ab da fing es ja dann irgendwann an. Und ich will nicht, dass die 1080 jetzt auch den Geist aufgibt. Nee, die sollte eigentlich halten, die hab ich ja gekauft. Ich meine, hey, die hat ja gestern, die hat ja sogar das Overclocking von Overclocking hat ja sogar WRC 7 zugelassen. Ja, ja. Bis auf, dass kurzzeitig die Grafikkarte bei 83 Grad ging, während sie bei Dirt Rally 2.0 gerade mal nur bei 74 war. Ja, WRC 7 müsste anspruchsvoller für die Grafikkarte. Als Dirt 2. Was überhaupt keinen Sinn ergibt. WRC 7 ist auch am empfindlichsten, wie gesagt, auf unstabilen Overclock. Ja, aber mein scheint ja stabil eingestellt zu sein, weil ich konnte ja gestern. Wie lange habe ich gespielt? 10, 15 Minuten? Ja, aber. Es hat auch wahrscheinlich auch viel gebracht, dass ich Dinge entstaubt hatte. Ja, ich weiß, ich hab dein Bild gesehen. Du bist auf einmal so rangekommen, der Fuck. Ich hab dein Bild ja gesehen. Sauf mich an. Dein Bild ja gesehen, wie die ja aussah. So, mächtig rangekommen. Aber warum war die denn so verstaubt? Weil du die so lange nicht mehr benutzt hast, oder was? Die war gar nicht schlimm verstaubt. Ey, ich hab doch ein bisschen schon. Das gar nicht. Also, die war. Also, da ist ja noch nicht mal. Es ist ja noch nicht mal eine Ansatzweise eine Wolke entstanden, als ich den Kompressor reingedödelt habe. Das hat mich echt gewundert, weil die war 3 Jahre im alten PC-Gehäuse auf dem Mainboard gehangen. Ach, die war noch angeschlossen an einem PC, der nicht mehr lief. Ja, der alte PC steht ja hier noch. Ja gut, aber dabei sammelt sich ja keinen Staub. Staub sammeln, wenn die Lüfter was machen. Da hättest du mal den Rest der Hardware sehen sollen. Der war hier, der trieb sogar Staub tatsächlich. Die Grafikkarte war komischerweise verschont, warum auch immer. Boah, ich hoffe, die gelben, das Vorschaubild in OBS trügt. Sagst du fürs? Nein, diesen nicht smoothen Bild manchmal angeblich. Mir gefällt das nicht, dass du so richtig angekommen bist. Das ja, aber vorbei bin ich irgendwie immer noch nicht. Das müssen wir irgendwie mal ändern. Nee, finde ich nicht. Ich finde es gut, dass du da hinten bist. Warum fällst du so durchs auf Bergwerk und da ziehe ich vorbei? Hier holst du auf einmal so auf, komm ich vorbei. Vermerkt, das soll man hier so falsch machen. Man braucht mehr Schwung. Was? Warum bist du jetzt vorbei? Hä? The fuck, Alter? Du bist an Stellen schnell, wo ich mich frage, was macht ich da falsch? Ja, gut, das ist natürlich jetzt Bullshit gewesen, dein doofe Drift-Einlage da. Die hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Aber was soll's, jetzt bist du dann halt weg. Hat man einmal nicht greifen von Eddie drauf, oder was? Mann. Eddie denkt sich ja, ist halt so. Was denn für ein langer Titel vom Lied? Ich sehe das gerade. Und dann kommt ein Konzertzettel. Oh, das war ein Pixel abgebracht darum. Da
Also ich muss ja echt sagen, ich fühle mich hier ganz schön alleine auf der Strecke. Tja, keine Komete. Kein Tomatenrad mehr. Aber Hauptsache, sie sagte, sie sei eine langsame Spielerin. Ja, super. Das sehe ich. Na gut, sie weiß ja nicht, wer hier fährt. Du bist ja am Samstag mit dabei. Ja. Im RRP sind sie halt im Durchschnitt schnellere Fahrer, das stimmt schon. Man muss aber auch dazu... Ja gut, RRP aktuell habe ich alle Rollen mir entspringt, weil ich ja nicht wirklich gerade irgendwas von den Games zu habe. Doch, HP2. Okay. Ich bin mir sicher, dass du HP2 hast. Ja, The Wars. Ein cooles Spiel, ne? Und halt haben. Alter, diese Karre, ne? Ich ist krass, wie lange du doch auf dieser Strecke hier bleibst, Mann. Ich driften. Nicht? Nee, wollte sie wieder. Ich nicht Rallye. Ach ja, und bei dem Arcade ist auch die Unfälle viel extremer. Also das artet ja schon mit Überschlägen wie bei Need for Speed 2 aus. Okay. Fand ich auch ganz spannend. Es ist echt erstaunlich, dass sie dann eine dritte Version programmiert haben. Ja, für solche Arcade-Dinger halt. Dafür hatten sie Zeit, ja? Anstatt die PC-Version mal fertig zu machen. Das wäre ja zu einfach. Vielleicht wahrscheinlich ein anderer Entwickler gemacht haben. Ja, wahrscheinlich. Alter, wir müssen herausfinden, wer das ist, weil der hat den Quellcode bekommen. Vielleicht gibt's den noch und dann kaufen wir den einfach. Need for Speed Underground 1 gibt's auch als Arcade-Spiel. What? Jo. Ist auch. Aber es ist absolut verschenktes Potenzial, dass H2 Overdrive nur für Arcade released wurde. Es gibt nämlich kein einziges Speedboat-Spiel, was so genial ist wie das Ding. Und es hat so viel Content auch, ne? Weil wenn Arcade-Automaten das Spiel, Leute vielleicht einmal haben gedacht, ne? Aber es hat so viel Content, was es freischalten kann und alles. Also es ist so ein verschenktes Potenzial, das hätten die Leute sicherlich gekauft für zu Hause. So viel Content, das heißt, du hängst da quasi in jeder Pause davor, ja? Naja, ich hab das jetzt... Ja, so bestimmt schon, Ich hab das ja jetzt zu Hause an... Ich spiel das jetzt zu Hause, das Spiel. Ich hab das ja... mit dem... Techno-Parrot-Loader. Dann kann ich ja Arcade-PC-Spiele auch, zu Hause starten. Achso, es ist ein PC-Spiel, native, aber nur für Arcade released worden. Diese Arcade-Maschinen benutzen auch Computer, ja. Und das, also, ist halt nur ein Dongle, die du halt, ist das Spiel halt verschlüsselt, aber... Das ist ja echt halt seltsam, weil da musst du ja gar nicht portieren und nix. Aber, nee, das kannst du nativ spielen, jo. Die hätten es einfach nur releasen müssen. Ja, ist so. Why? Das muss eine rechte Frage gewesen sein, dass sie die Autorechte nicht hatten oder irgendwie sowas. Ja, aber es sind Speedboote. Ach so. Ja, stimmt, hast du ja. Ja. Ich hab einen dicken Fehler gerissen.
Ja, dann hat vielleicht der berühmte Speedboat-Hersteller namens... Speedboot-Entwickler hier einfügen. Ich kenne keinen Hersteller oder Namen eines Speedboats. Deswegen sage ich ja die Aussage. Das ist Atomic Avenger heißt dort, Death Rack, genau. Das kenne ich jetzt nicht in echt. Oh Mann, aber warum muss ich denn eben noch diesen dicken Fehler da reinhauen? Ist bestimmt, das ist noch weiter weg. Ich war nur 3 Punkte in der Meisterschaft hinter dir und jetzt baue ich mal. Ja, letztes Mal bist du näher rangekommen, haben wir ja schon im Rennen gesagt. Oh, ich hab meinen Taschenrechner gar nicht. Er bringt ja nichts, ich kann ja sowieso nicht Isaac sehen, wie der Abstand jedenfalls ist. Jedenfalls ist das halt cool, ne? Die Leute haben das dieses Spiel entschlüsselt bekommen. Jetzt kann ich das halt zu Hause spielen mit dem Techno Pirate Loader. Den Loader braucht man halt trotzdem, weil sonst sucht das Spiel natürlich nach den ganzen Arcade-Controls, ne, und so weiter. Das musst du ja auf deine Zuhause-Hardware ja ändern. Zuhause-Hardware. Ja. Ich dachte, dafür baust du gerade ein Haus, also Platz hast für die ganzen Arcade-Automaten. Ja, das lohnt sich ja nicht, wenn man das nativ am... Das würde sich ja nicht lohnen. Ja, aber es ist schon authentischer mit so einem richtigen Automaten und dem Blinken und so. Ja, aber mein Bildschirm hat eine bessere Qualität als der Automat. Ja gut, okay. Und eine erschreckend bessere Qualität, aber gut, der Monitor war ja auch, wie ihr alle wisst, ja auch 2000 Euro teuer. Da erwarte ich das auch. Oha, Kirsch hat das Rennen beendet. Ja, ganz überraschend. Dennis hat das Rennen beendet. Ja, und ich komme auch irgendwann mal. Aber es gibt manche Sachen, die kann man halt von so einem Arcade-Automaten nicht nachbauen. Zumindest zum Beispiel versuch mal einen Lenker zu kaufen, wo es nur ein Gaspedal gibt. Ja, Kriegst du nicht. Das ist richtig, ja. Dauer Vollgas, sagst du, ja? Bei dem einen Automaten. Bei großen Blast brauchst du ja auch nur Dauer Vollgas geben. Was anderes ist ja keine Option. Was hast du, 2000 Euro für einen Bildschirm? Ja. Ich brauche jetzt auch irgendwie einen neuen, weil ich glaube, die kann sich ohne Zweitbildschirm leben kann. Aber der hat eine Bildqualität, Alter. Ja. Das ist. Dann verstehst du jeden Cent, wenn du das einmal jemals gesehen hast. Ja, ich wollte gucken, ob ich irgendwo so einen gebrauchten Röhren-Bernstein-Monitor kriege. Na gut, nein, vielleicht lieber nicht. Oh. Gott, das Glas 5, Du hast gewonnen! Oh mein Gott, wie deine Rundenzeit, leck mich doch. Ich will Isaac. Ich will. Oh. Tomatenpause. Die Tomatensaftpause. Oh, ist auch eine gute Idee. Das waren auch so viele Runden, oder? Ich glaube 7, ne? Oh, mit dem Crown Victoria. Darauf hast du dich den ganzen Tag gefreut, glaube ich. Nope. Also zum einen habe ich erst heute Abend den Plan angeguckt zum ersten Mal. So gesehen kann es gar nicht den ganzen Tag gewesen sein. Nebenbei hat übrigens Tomete geschrieben gehabt, ne? Oh, was sagt er? Geht noch nicht. Eventuell schaffe ich aber noch am Ende ein paar Rennen mitzufahren. Oh, schauen wir mal. Also wenn ihr mal hören wollt, ich hätte die Möglichkeit. Ah! Jetzt wo du sagst, fällt mir ein, ich würde auch mal welche kaufen, dass ich mitknirschen kann. Ich hätte... Ich wirklich, du und dein Abo-Modell von Gummibärchen, ernsthaft. Oh Mann. Jetzt bin ich aber tatsächlich auf den Geschmack gekommen, der fuck. Ja, das Schöne ist, bei dem Auto kannst du auch locker mit einer Hand fahren. Es gibt im Stevies Video nicht nur ruckelige Bilder, sondern auch Störgeräusche. Ich weiß es nicht. Es kann auch sein, dass OBS da was Falsches anzeigt. Muss aber nicht. Deswegen wäre ja gut, wenn wir wirklich danach mal kurz diesen Fehler finden. Weil vielleicht blockt da sich irgendwas mit Digivoodoo zusammen oder so ein Shit, weißt du? Das Ruckeln meinst du, oder was? Nein, dass der die Game Capture nicht macht.
Ach so, für das Spiel, ja. Ich habe das vor kurzem eingestellt, in OBS gibt es so Settings, wie er capturen sollen. Automatik hat bei mir nicht funktioniert. Wenn ich explizit auf Windows 10 gestellt habe, ich habe ein Windows 10, warum hat er das nicht selber probiert? Dann ging's. Windows 10, was? Wie? Ich verstehe es jetzt gerade auch nicht. Du kannst ein Fenster aufnehmen und dann sagt er, wie er es capturen soll. Gibt es drei Möglichkeiten, Windows 7, Windows 10, Automatik. Also die heißen bla bla bla, Klammer auf, Windows 7, Klammer zu. Und dann gibt es bla bla bla, Klammer auf, Windows 10, Klammer zu. Und es gibt Automatik. Automatik war Default und ging bei mir nicht. Wenn ich die bla bla bla, Klammer auf, Windows 10, Klammer zu Version genommen habe, dann ging's. Ich könnte aber raustappen und versuchen. Aber bei der Spielaufnahme, naja. Also Fensteraufnahme, egal was, ja, so Spiele, egal was. Spielaufnahme ist doch viel performanter. So. Richtig. Was ist denn Spielaufnahme? Ja, damit du dich in den Renderer des Spiels einhakst. Das ist viel performanter. Okay. Okay. Ich habe immer nur dieses Fenster-Dings. Ich wusste nicht, dass es noch was anderes gibt. Ja, das ist unsinnig. Wetten, sie sucht jetzt diese Karre? Nee, nein. Die ist genommen. Hat sie schon genommen? Jetzt. Du willst einen Vanquish fahren? Ja, würde ich auch lieber. Ja, nee, du willst eher die Elise fahren. Ich würde einen LM nehmen. Boah, 7 Runden. Das hat sich angefühlt, als wäre beim Starten der Motor ausgegangen und dann wieder angegangen. So wieder losgefahren. Aber das ist doch gut, das heißt, du hast einen Motor. Das ist nicht selbstverständlich bei dem Auto, wow. Also man ist sich da nicht so sicher. Nee, sicher ist man sich da wirklich nicht. Hui! Yikes! Hauptsache, mein Sound hat kurz geknackselt. Na gut. Geknackselt? Ja, so. Keine Ahnung, das war aber nur vom Spiel. Wen jagen wir eigentlich? Hier sind ja vier Polizeiwagen. Irgendwie müssen wir doch jagen, oder? Ja, der ist am Ziel. Nach 7 Runden, dann haben wir ihn. Oh, Auto muss die Kurve schaffen, das ist nicht so einfach. Einfach Augen zu und Vollgas. Lass dich grüßen, Blast. Wie geht das nicht? Dann halt Augen auf und Vollgas. Auch das geht hier nicht. Ja, wahrscheinlich schwierig. Aber Augen zu und Folge ist es auch bei Kusen Glas schwierig. Also Asuka scheint dieses Auto über alles zu lieben, wie die damit abgeht. Eigentlich eher ungewöhnlich. Ist ja auch nicht so einfach zu üben. Genau, üb das mal. Ich kann mich an die Karre ran. Das ist mir egal. Holy moly, Auto, du machst mir Angst. Ja, ich bekam die Kurve nicht mit Folge. Also mein Auto wollte sonst wohin. Was machst du denn? Ah, fuck off, Alter. Geh mal komplett schief hier. Boah, ich hab doch keinen von Sprüngen gerade bekommen, das ist echt unglaublich. Nö, das geht doch wohl irgendwie nicht. Doch, das geht, aber... Es wäre bei mir gegangen, wenn ich die Mauer nicht berührt. Hi, Tomate. Hoi. Ein Tomatensalat. Woher wusstest du das? Konnte denn du sein, der soll sonst... Und da hören wir uns ab jetzt doppelt. Oh nein. Kannst du deine Sprachaktivierung weniger empfindlich machen? Ich ja. Erschrecke mich. Das will ich jetzt nicht. Moment, wo war und woher das? Er das wusste, er hat einen zweiten Bildschirm und kann nachgucken, wer gejoint ist. Hat ja nicht mehr jeder einen zweiten Bildschirm heutzutage. Ja, doch, ich schon. Ja, ich was ist mehr. Jetzt? Was ist jetzt? Hallo, test. Nein. Hallo. Ja, doch, geht. Ich hab besser, das aber... Ja, nee, ist okay. Ich hab das aber auch gerade eben heraufprovoziert, ja? Wir fahren gerade Polizei, Tomate. 7 Runden.
fahren. Auf National. Das Feierabendrennen der Polizei, nachdem sie alle Straße verhaftet haben. Ja, Straße ist sauber. Ich habe hier noch keinen anderen gesehen außer uns. Da, jetzt kann die Polizei rasen. Die anderen stören doch nur, also werden sie verhaftet, weil sie zu schnell fahren. Jo. Und damit wir freie Fahrt fahren haben und dann, ne? Ja. Boah, diesmal nicht gegen die Wand fahren. Das wäre sehr schön. Diesmal gerade abspringen. Irgendwie. Nein. Na, ja, das war super sogar. Sei es schräg aus, war aber super. Na, bei mir war es jetzt nicht so ganz ideal gesprungen. Ja. Immer schräg, ey. Meine Güte. Also Asuka ist too much für dich, Kirsch. Ich merke das schon. Also jetzt gerade durch den geraden Sprung bin ich deutlich näher gekommen. Aber jetzt ist wieder Gleichstand, ja. Ja, unbelievable. Das ist schlechter als Klasse 5 und die Klasse 1 Autos und geht mit dem Ding ab. Oh, jetzt ist sie weit. Jetzt fehlt der Schwung. Schwung? Ja, genau der. Wird auch so geschrieben. Schwung. Schwung, genau. Erst den manuell oder automatisch? Kann man den Automatik fahren? Ja. Ist eigentlich scheißegal, oder? Ist alles Vierter, oder? Ja, ist alles Vierter. Ich hab den Automatik deshalb, weil dann habe ich den besseren Start und ja. Ich sehe alles Vierter. Du meinst da, wo du dachtest, er wäre abgewürgt gewesen? Ja, ja. Aber das heißt, es ist dann mehr am Auto. Ich glaube, bei 7 Runden ist mir scheißegal, wie der Start ist. Ja, bei dir ist das. Gegen dich zu fahren, ist das scheißegal, ich weiß. Da hat man eh keine Chance. Das ist wirklich alles Vierter, oder? So richtig Brain Dead, nichts tun, einfach nur lenken und Gas geben. Also Vollgas, na gut, Vollgas ist bis auf der U-Turn. Oh, schon wieder schräg, ey. Ich will mal. Oh, ich bin richtig schön smooth aufgelandet. Zack, war super wieder vorne. Das geht? Ja, das geht. Einmal ja, hab's geschafft bisher. Aber dann untersteuert man hier hinten noch. Danach ist man ziemlich schnell da hinten an der Kurve, genau, ja. Musste ich da jetzt auch Gas wegnehmen, weil der Winkel wohl nicht ideal für diese Untersteuerung war. Oder es hätte so oder so gemusst, das weiß ich nicht. Ich meine, ich bin in der Runde vorhin, ich glaube, da hat vorher rumgekommen, aber ich weiß es schon wieder nicht mehr. Kurve habe ich Angst mit dem Auto. Da habe ich immer das Gefühl, es ist Mercedes A-Klasse, kippe 60 um. Nein. Nicht mal dem Gewicht. Der Tomatensalat. Jetzt ist ein Server beigetreten. Ich merke direkt, wie ich schwerer geworden bin, weil jetzt ein Zuschauer drin sitzt. Die Frage ist, wem schaut er zu? Ja, mir. Aber weißt du? Ja, weil ich sich direkt angefühlt, als wäre es schwerer geworden. Der ist so da reingehüpft, so zack! Ja. Nein, du schaust immer dem zu, der als letzter ausgewählt hat. Und das warst du, Kirsche, also genau. Ja. Oh. War gut die Runde. Trotz der Untersteuerung. Also für meine Verhältnisse gut für Kirsch. Oh, schon wieder schräg. Oh, Asuka abgeflogen. Richtig mit Rolle und allem. Du Barrow. Na, ich war aber auch ganz mies aufgelandet. Es war kein Überschlag. Kommt man da gerade durch, ey? Das gibt's doch nicht. Ja, es kommt ja darauf an, welchen Lenkeinschlag, in welchem Winkel da. Ja. Ja, ja. Also auf jeden Fall musst du relativ früh aufhören zu lenken, damit du gerade abspringst zumindest. Aber ich weiß immer noch nicht wo. Ich dachte jetzt rechts am Rand. Alter, ja. Ich meinte, jetzt kippt das jetzt hier weg, ey. Was ist denn das? Ich mach schon Gas weg und stoß dagegen, um mich wegzudrehen. Ja toll! Oh Kotze.
Gedanken. Aber es kommen nur gechillte Songs gerade mit dem Auto hier, ne? Das passt sich an, ja. Oh, stell dir mal vor, das Radio würde sich wirklich komplett darauf anpassen. Ja. Das wäre aber ein Wunder der Technik, du. Naja, das geht schon. Okay, programmier mal bitte. Gerade gesprungen. Gerade gesprungen. Noch gar nicht gesprungen. Weil ich da nicht bin. Und flat durch die Kurve. Was? Jupp. Echt? Flat. Das habe ich mich jetzt wegen der anderen Runde nicht getraut. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich es normalerweise gemacht hätte. Wieder verlassen. Es war schon etwas knapp, aber es ging. Mitte hat keinen Bock mehr auf uns, der hat den Server wieder verlassen. Ja, der hat auch nichts gesagt, seitdem er beigetreten ist. Vielleicht ist der. Ist er noch ein Dingsy, Teamspeak? Teamspeak ist er, ja, aber er sagt auch nichts. Vielleicht timet er da ja auch gleich aus. Nee, ich hatte, glaube ich, die Empfindlichkeit jetzt wirklich zu. Okay. Er hat die Empfindlichkeit zu. Ja, das ist so krass, ja. Deswegen habe ich gealt-tappt und deswegen bin ich auch wieder rausgefallen. Wenn du alt-enterst und dann alt-tappst, bleibst du erstaunlicherweise konnektifiziert. Das bleibst du, ja, konnektifiziert. Heißt das nicht so? Er kennt's nicht, konnektifiziert. Jupp. Aber der Fehler, der da gemacht wurde von Asuka, der, der hat sich gehabt. Ja. Also der war gut für euch auf jeden Fall. Ja. Normal, die hier stehen bleiben müssen und fragen, ob alles okay ist, aber... Boah. Naja. Aber vor allem dann noch so ein Scheiß in den Chat schreiben, da hier von wegen, ja, ich bin sowieso am schlechtesten heute oder nö, so. Nö, ich bin das ganz liegt, hinten. Das liegt am ERP, weil da ist hier ein... Ne, da sind ja stärkere Fahrer unterwegs. In ERP sind ja sowieso nur... Bei HP2 gefühlt nur Experten irgendwie. Ja, also das... Ja, ich würde es anders formulieren. Das Ding an der Sache ist, dieser eine, jetzt habe ich seinen Namen schon wieder vergessen, der ist neu. Und der ist relativ schnell, verdammt schnell geworden, also in relativ kurzer Zeit verdammt schnell geworden, crasht nur halt die ganze Zeit. Aber wenn er mal nicht crasht, ist der richtig schnell. Okay. So gesehen kein Experte, aber in der Tat auch gleich wieder ein Schneller. Ja, und Sie können ja nicht wissen, was wir hier für Skillverbreitung haben. Ich könnte mir vorstellen, Pete ist auch schlechter, oder? Ja, ja. Pete Alter Zucker, ja. Ich glaube, Pete war doch in HP2 überhaupt nicht gut, oder? Doch, also es ist schon okay, aber er crasht halt eben auch. Ja, war. Also er kennt sich halt eben. Er ist nicht so gut wie ihr, aber er ist zum Beispiel in den meisten Rennen besser als ich. Aber wie gesagt, er war gestern. Bei gut, in HP2 ist das nicht die Kunst, aber. Erstaunlicherweise mal dem. Samstagsrennen gejoint. Okay. Könntet ihr ja auch machen zum Üben. Ja, irgendwie, Samstag-Host CD trainiert mich zu sehr, weil da, da bin ich ja wirklich konstant hinten. Ja, aber wenn alle das denken, dann ist das ist genau der Grund, weswegen am Ende nur die Schnellen überbleiben, ne? Ja, gut, das, ja, ist richtig, ja. Und wie gesagt, ist ja auch zum Üben, nicht zum Siegen. Boom. Also bei mir warst du diesseits vom Baum und dann bist dann auf die andere Seite des Baums getunnelt. Ja. Ja, von einem Baum gegen den anderen, genau. Sonne, weißer Schnee, das ist auch mal so ein Name. Ja. Ich wusste nicht mal, dass man so lange Namen in HW2 machen darf. Das Thema hatte ich vorhin schon. Da warst du aber noch nicht da.
Der Sieg gehört dir. Oha, starke Zeitkirche. Sekunde. Da komme ich, glaube ich, nicht hin. Das war und jedenfalls nicht so einfach. Das kann auch eigentlich nur ein oder zwei Runden, die überhaupt zur Auswahl kommen, weil ich bin nur zweimal bei diesem Scheißsprung gerade gelandet. Dann fahren wir jetzt mal den Muster. Jetzt müssen wir ja neu überlegen, ne? Jetzt müssen wir die Reihenfolge überlegen. Erst Ometo oder erst Stevie nach Asuka? Eigentlich fahre ich schlechter als Stevie, zumindest nach AP2. Dann hat sich Tomete hiermit vorgedrängelt. Nein, aber das ist halt die bittere Wahrheit. Wir müssen die Gesamtwerte gucken und Tomete muss vor Stevie starten, weil Tomete fehlt ein Rennen anscheinend. Ja, dann ist es eindeutig. Weil Tomete scheint einen Renntag zu fehlen. Ah, Moment. Sie war okay, sie hatte schon ein Auto gewählt, hat dann nur das Auto geändert, was ja nichts bringt. Aber das ändert die Reihenfolge nicht. Das war auch den Mustang fahren. Guck mal, ich möchte aber den fahren. Ist das okay? Ja, ist okay. Ich glaube, den würde ich so lieber fahren als den scheiß Mustang. Ich glaube, hier würde ich einen CK nehmen. Ja, soll mir auch recht sein. Also eigentlich ist mir fast alles lieber, wenn ein HSV oder so eine Scheiße ist. Den haben wir heute Mustang, auch. Der Mustang fährt sich doch gar nicht so schön. Nö, der ist okay. Ja, aber schön ist anders. Oh, wir fährten da oben lang. Ah, das war super, oder? Lila? Ne, ist Tomete. Oh, die hat getroffen. Das ist erfreulich, weil die Stelle treffe ich normalerweise immer scheiße. Gut gegangen. Bleib schön hinter mir. Nope. Ich wehre mich mit Händen und Füßen. Nein, lass das. Bald deine Hände und Füße bei dir. Nein heißt nein. Nein. Nein, was mach ich denn da? Au! Oh, oh mein Hättest du Gott. Mich nicht gewarnt, hätte ich das auch gemacht. Ich hab's ja schon verkackt. Ich muss immer noch draus lernen, einfach nichts mehr zu sagen. Freie Sicht für freie Kirschen. Weißt du, Tomete, Dennis war sich zu fein und wollte mir nicht seinen Skill mit dazu geben, wenn es schon die Karte dazu gibt. Das, Der Skill kostet extra. Das wäre auch echt nett, aber das macht ja noch. Das Skill kostet extra. Ja. Deswegen hat er den nicht dazu geschickt. Da kommt so ein Spezialtreiber, das ist der HP2-Treiber. Ja, in FS4 musst du den pro Rennen bezahlen, weißt du? teuer, ein Abo-Modell, ja. Ja, richtig. Ne, das Schlimme ist ja, das wird ein sehr teures Abo-Modell, weil, überlegt mal, wir fahren ja wirklich in FS4 hier nur alle 4-5 Wochen. Somit kaufe ich mir ein Abo-Modell, was ich für einen Renntag benutze. Oh Mann, ja. Oder wieder für irgendwann einen Renntag und wieder nur für einen Renntag. Und das hier. Ja, das ist echt teuer. Das ist echt echt schon fies. Und dann gibt es noch ein Upgrade, schnellste Rundenzeit als DLC. Ja, wäre typisch EA, oder? Ja. Ja, und bei Dice 2, ja, nice das Wheatlink, das beim Lenkrad da so als Abo-Modell. Ja, Nice 2 bin ich ja sowieso gespannt, weil ich das System ja neu aufgesetzt habe, ob ich jetzt wieder Nice 2 spielen kann oder nicht. Ein Nice 2-konformes System. Ja. Das kann ja wirklich damit gefixt sein. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Natürlich. Also ich will sehr stark von ausgehen. Muss mal gucken beim Windows in dieser Systemeinstellung. Da steht auch am Rand so eine Anzeige. Und da steht dann bei dir vielleicht, ihr System ist Nice 2 ready.
Nice, zwei Rennen, ja. Na klar. Ja, es gibt auch diese Game-Ready-Treiber von Nvidia, ne, wo es steht, da stehen doch auch immer die Spiele drauf. Ach, Ready, ich hab Rally verstanden. Nee, nicht Rally. 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 Okay. Aber das könntest du auch mal geben, da ist zwei Rally. Ja, wo ist der Game-Ready-Treiber von Nvidia, wo da drauf steht, Nice 2? Ja. Ja. Nein, ich hab mit dem normalen. Ich hab ja den neuesten Treiber drauf, aber vorher habe ich erstmal schön alle möglichen Grafiktreiber erstmal runtergekillt gehabt. Das ist gar nicht mal schwer, in den abgesicherten Modus sogar zu kommen. Im laufenden Betrieb musst du nur eine Taste drücken, die Shift-Taste, und ja, dann neu starten. Genau. Lag ich ja so richtig mit Shift. Ich bin nämlich zweimal rein. Ich habe erst den AMD-Treiber runtergekickt und dann noch mal einfach das, was von Nvidia noch drauf war, weil ich das damals ja nicht richtig runtergenommen hatte. Ja. Weißt du? Also habe ich wirklich erstmal alles Mögliche, was grafiktreibermäßig da war, entfernt. Jo, hatte ich dir ja auch empfohlen. Dann habe ich ihn neu gestartet, dann habe ich erstmal den Nvidia-Treiber gesucht. Währenddessen hat er irgendwas im Hintergrund selber gemacht. Das kennt man ja bei Microsoft, ne? Der installiert hier irgendwas im Hintergrund. Dann habe ich es installiert, einfach auch mit dem Haken Neuinstallation. Somit war ich aber auch auf der kompletten neuen besten Seite. Jo, hast du gut gemacht. Und ich habe Experience selber entscheiden, rätseln lassen, was für eine Grafikkarte drin ist. Ich wusste es ja, aber ich dachte mal, komm, Experience sollst du mal selber aussuchen. Oh Mann, das war jetzt schmerzhaft. Ja, sah aber sehr spannend aus. Ja, war aber sehr schmerzhaft. Also war beides, spannend und schmerzhaft. Also Nice 2 musste sich aber schon Mühe geben, wenn es wirklich schaffen will, nicht zu f***en, obwohl du es neu installiert hast. Nein, bei mir war ja nicht das Problem, dass das Spiel nicht starten wollte, sondern... Ja, ich weiß, das Lenkrad, aber... ...das Lenkrad nicht erkannt wurde. Also das mit dem Lenkrad wieder nicht funktioniert, das meine ich. Ja, ich muss erstmal mit Dennis später erstmal ein anderes Problem fixen. Das sollte hoffentlich schnell lösbar sein. Weil man muss fairerweise dazu sagen, bei mir halt auch, das ist zwar schon ein paar Jahre her, aber da habe ich NFS 4 auch nur durch Neuinstallation wieder anständig zum Laufen bekommen. Durch Windows-Installation. Ja, es ist ja frisch installiert. Weil ich halt damals dachte, damit kriege ich den Fehler von der 1060 weg. Aber war ja leider nicht so, weil es ja nicht softwarelastig war, sondern hardwarelastig ist. So gesehen habe ich jetzt drei kaputte und eine und zwei funktionierende, die hier zu Hause liegen. Affekarten, ja gut. Ich habe eine kaputte 980 Ti, ich habe eine kaputte 1650 Super und eine kaputte 1060. Warum hast du die ganzen Hardware-Sachen kaputt? Die 980 Ti ist schätzungsweise durch den Transport kaputt gegangen, weil auch der Lüfter kaputt gerissen war und schätzungsweise auch die Grafikkarte. Ja, um das kurz zu erklären, der Kollege hatte mir seinen Rechner zukommen lassen, weil ich halt auf ein neues System gehen musste, weil irgendwie hatte ich ein Problem mit dem alten System. Somit hatte er mir das war ein Fertig-PC. Das Problem ist, der hat ihn so eingepackt, ohne innen drin irgendwie auszupolstern oder irgendwas. Ganz, ganz eklig, ja. Was dazu führte, als der Tower hier ankam, war ein Fuß gebrochen, war der Lüfter weggebrochen. Das ist ja auch dumm, das macht man ja auch nicht so. Und das Problem ist, weil der Lüfter weggebrochen war, ist der Lüfter wohl auch auf die Grafikkarte gedönt. Aber kann man dann dem Transportdienstleister nicht sagen, hier, Transportschaden, mach mal. Ja, das Problem ist, wenn du einen Tower verschickst, solltest du, mein Gott, pack doch einfach nur Papier, Watte oder Styropor rein, I don't know. Ja, aber das Innenleben muss auch ausgepolstert werden. Das meinte ich ja jetzt. Ach, natürlich so. Außen auch, aber hauptsächlich auch innen, wenn du den ganzen Kram halt eingebaut auf lässt. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Oder halt alle Sachen, die schwer sind, ausbauen, also CPU, Kühlkörper und Grafikkarte. Haze-King hat den Tower ja sogar per Spedition geschickt und da gerade steht. Und
Dadurch war somit hatte die 980 Ti den Bug gebracht, dass nach einer Zeit die Bildschirme schwarz wurden und die Lüfter amok liefen. Ich also immer wieder den PC neu starten musste. Dann bekam ich von jemandem anderen die 1650 Super. Die wird schätzungsweise aber auch einen kleinen Fehler schon mit sich wirkte, weil auch bei der tauchte irgendwann der Fehler auf. Bildschirm in schwarz, Lüfter amok. Okay. Gleiches Fehlerbild, ja komisch. Ja, und jetzt dann die 1060, wo der Grafikspeicher kaputt ist. Da musst du aus den ganzen kaputten Dingern irgendwie was Heiles bauen können. Aber die 1080 müsste ich zur Heile angekommen sein. Die habe ich ja gut ausgepolstert. Die hast du hast ja wirklich den kleinen Karton von der Grafikkarte, glaube ich, was gemacht, den Karton reingetan, diesen Karton rundherum auch nochmal ausgepolstert und in einen größeren Karton gepackt. Ja. Ja gut, aber das ist jetzt ja noch nicht ganz so kritisch wie ganzer PC, weil das ist ja nur die Grafikkarte gewesen. Aber die Grafikkarte ist auch empfindlich. Dennis hat sich nicht den Spaß erlaubt, wie wir ihn überlegt haben, indem er auf dem Karton draufschreibt, Vorsicht Glas. Ach, als ob die das lesen würden. Das ist denen doch scheißegal. Ja, das wäre aber eigentlich die Idee gewesen. Oh mein Gott. Natürlich wäre das die Idee gewesen. Das hatten ja Dennis und ich auch überlegt, weil wir mussten ja gucken, wie kriegen wir das hin, dass die Karte bei mir ja auch wirklich heile ankommt. Man weiß ja teils, wie diese Paketboten mit Kartons sind. Ich habe das auch schon live miterlebt. Ich bin an einem vorbeigegangen, der hat die Sachen ausgemacht, der nimmt den, schmeißt den auf die Sackkarre drauf und ich dachte mir so, okay, ich hoffe, da war jetzt nichts. Bei der Grafikkarte ungünstig. Ja. Nee, ich glaube, die Grafikkarte allein ist gar nicht so schlimm. Nur wenn du halt, wenn du irgendwas Schweres hast, wie zum Beispiel die Grafikkarte, und die hängt irgendwo drin, zum Beispiel im PCI Express-Slot, ja, dann kann sie da halt eben, weil sie so schwer ist, wenn da Kraft von außen aufwirkt, irgendwie rausgerissen werden. Aber die Karte alleine? Gut, ja, dass der Kühlkörper an der Grafikkarte reißt, ne? Aber als ich der Kühlkörper von 1080 ist schon empfindlich, weil das ist auch schon relativ dick bei der. Traurig war ja leider, das Paket kam Freitag. Aber zu dem Zeitpunkt war ich nicht zu Hause. Nein, was macht der Paketbote? Ist nicht beim Nachbarn abgeben, sondern an der Filiale abgeben. Ja, ja. Und leider konnte ich somit die Karte nicht am Freitag haben, sondern erst Samstag. Naja, du hast sie ja eingebaut, das ist oder? Bitte? Hast du das schon eingebaut, oder? Ja, mit der bin ich doch gerade am Zocken. Sonst wird er ja gar nicht spielen können. Doch schon, weil die AMD konnte das auch. Wollte gerade sagen, also HP2 sollte die schaffen. Witzigerweise, die AMD-Karte, die ich drin habe, ist eine Gigabyte Radeon gewesen. Das habe ich im Nachhinein gesehen. Dass eine AMD-Karte war, aber der ganze restliche Kram von Gigabyte kam. Jo. Also irgendwie ist Gigabyte so bei mir Standard im Tower dadurch. Weil überlegt mal, die 1060 ist Gigabyte, die AMD-Karte ist Gigabyte, diese 1080 ist Gigabyte. Ah, Gigabyte hat sich aber auch enorm verbessert. Die 1650 Super war InnoFreeD, die 908 InnoFreeD. Ja, nie gehört. Doch. Die 980 Ti war Gainward. Gainward ist auch in Ordnung. Und ein Kollege von mir, er hat mir gesagt, er hat auch eine 1080 Ti drin, eine normale 1080 drin, die ist von Zotac. Ja, kommt mir erst bekannt vor, aber die Inno3D habe ich noch nie gehört. Inno3D oder Inno3D, wie du es nennen willst. Oh. Es gibt ja verdammt viele Partner da, die da irgendwie was machen. Aber EVGA also, gibt's nicht mehr, die hat sich von Nvidia... Alter, deine Rundenzeit ist gut. Ich meine, mal ganz ehrlich, also klar, sowas wie MSI oder Gigabyte und Asus und so kennt man ja. Aber es gibt halt auch so nicht so krass bekannte Marken, die natürlich auch recht gute Versionen von Grafikkarten machen können.
Wobei ich da schon sagen würde, dass da schon gewisse Firmen schon an der Spitze sind. Was übrigens krass ist. Sag mal, wusstet ihr, dass es eine 1050 Ti gibt, die unplugged ist? Es gibt immer noch Grafikkarten, die keinen Strom brauchen, sondern einfach nur ans Mainboard angeschlossen werden. Kannst du immer noch kaufen? Die 1050, es gibt eine 1050 Ti. Die ist natürlich nicht so leistungsstark wie eine standardsgemäße 1050. Die 1050 Ti ist ja nicht mehr aktuell. Also. Ja, aber ich wollte es jetzt nochmal sagen. Also da ist es mir erst recht aufgefallen, weißt du? Asuka fährt nicht mehr mit, die hat einen Gast bekommen. Ernsthaft jetzt? Ja. Ja, ich hab's nicht mehr gesehen. Irgendwas hatte sie da geschrieben, aber konnte nicht mehr lesen. Ich bin halt einfach lediglich halt überrascht, dass sie sogar bei der 10er-Reihe noch solche Grafikkarten gebracht haben. Ich dachte, dass sie das eigentlich irgendwann aufgehört hatten. Dann Tomete zuerst. Was ich noch krasser fände, wenn Tomete ein Auto wählt. Ich warte auch eigentlich nur darauf, dass das tut. Ja, ihr habt ja die ganze Zeit erzählt, das war... Mit dem Text, den ich hab den auch nicht zu Ende lesen können. Dachte, da stimmt irgendwas, ja, also jetzt... Ich hab den enormen Vorteil der Existenz einer Konsole verwendet. Was ja immer noch krass ist, ne? Ich hatte ja mal ein Problem, meine Grafikkarte kaputt. Ich hab ja vielen das auch gesagt. Und wie viele Leute mir helfen wollten auf einmal, mir eine Grafikkarte geben. Okay. Mir wollte jemand seine 1050 Ti geben, jemand anderes wollte mir seine 780 geben. Oha. Der nächste wollte auch sich schon was überlegen. Und ich dachte mir noch so, what the fuck, warum? Ja, ist ja nicht schlecht. Kannst ja endlich irgendwann mal einen Zweitrechner vorbereiten, weil irgendwann wird der hier auch wieder kaputt gehen. Bei deinem Glück. Ja, die Sache ist, ich hab hier... Ich mach doch schon noch voll keine Handbremse. Ich könnte mir ja den Spaß erlauben, ein zweites System fertig zu machen. Ich hab ja hier noch eine heile Grafikkarte liegen und den als Stream-PC benutzt. Der Auto braucht Vollbremsung zur Mähre. Vor einer Leistenkurve. Da bräuchte ich mir sowas ähnliches wie Capture. Ja, ich war's gerade nicht gewohnt, dass das... Ja, ist auch, glaube ich, naja, normal kommt man da besser rum. Nicht, wenn du dieses Auto fährst. Ja, ich war vorbereitet. Ich war lediglich bei Dennis' Grafikkarte überrascht, dass ich 12-Pin-Stromanschluss brauche. 12. 12? Ehrlich? Ja, heißt nicht 12? Ah, gut, ja gut, komm mir aus auf 12 dann. Nein, das sind, ich sag jetzt deswegen 12, weil das sind ja einzelne, das sind ja schon irgendwie einzelne Teile. Yeah, gut. Klar, deswegen ja. Sag ich 12. Klar, man könnte das als anders auch nennen. So nee, ja, du hast schon recht. Ich hab das nicht mehr so ganz im Kopf. Waren es 12? Nee, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. Nee, ich glaub, das 6, ist recht. Nee, glaub, 16? Mach am besten das Gehäuse auf und guck nach. Während der Fahrt? Ja. 4, 8 mal 2, 16. Das ich meine, ich musste jedenfalls den anderen Strombereich von der Netzkarte auch noch nutzen, was seit Ewigkeiten in meinem Gehäuse nur irgendwo rumhing, weil es ging ja in die 1060 in den rein. Ich war froh, dass es da war. Also gesehen braucht die Karte mehr Strom als die 1060. Ja, das ist ja aber auch zu raten. Dafür erzeugt sie aber auch mehr Wärme. Ich weiß gerade gar nicht, was für eine Temperatur ich habe. Ja, 72 Grad, auf 74 Grad, was bedeutet 3D2 auf Max-Grafik? Ja, aber HP2 kannst du damit jetzt logischerweise nicht vergleichen. Nee, ne? Das wird wahrscheinlich so auf 50 Grad sein, schätze ich mal. Solange es nicht negativ wird. Geht auch, ne? Nein, das glaube ich nicht. Na doch, Glückwunsch, du bist Zweiter. Kennst du den Bauern noch nicht? Der kühlt die auch mit Eis. Mit Eis. Aber das schmilzt ja. Ich meine, das hört sich nicht an. Der hat das so gemacht, dass es eben halt nicht das dass das Wasser nicht eindringt, da wo es nicht hin soll. Ja, aber trotzdem muss er da und Eis nachfüllen.
Ja, das ist ja auch zu Overclocking-Rekord-Zwecken. Das ist ja nicht zum Dauerbetrieb gedacht. Ja, aber dann würde ich nicht Eis nehmen, sondern, keine Ahnung, flüssigen Wasserstoff oder sowas. Oder von mir aus flüssigen Stickstoff. Darf ich bitte die Karre fahren? Du kannst es versuchen. Das wird es dir verweigern. Hauptsache, hier habe ich über 1000 FPS kurz gehabt. Ja, ist okay. Ja, sicher. Also unter 1000 FPS fahre ich gar nicht erst los. Eben, ne? Sehe ich doch auch so. Das ruckelt doch und der Input-Lag und ne. Da sagst du was. Das ist ja immer noch witzig, ne? Wie wir hier alle vor offenes Verdeck haben und Dennis und ich fahren, ich fahre im Schnee. Auch. Ich auch. Ist ganz schön kalt. Dann zieh dir eine warme Jacke an. Das denn, Kerscher? Nein. Das war mal gucken, ob man. Doch. Schnell rumkommt. Oh, ich wollte hier nicht lang. Naja, gut, dann fahre ich jetzt hier lang. Und fahre hier. Wo bin ich dumm eigentlich? Nein, nicht. Kurz, damit ihr seid ihr weg, weil ich die falsche Abkürzung genommen habe. Tschüss! Nix gut. Was? In zwei Runden? Ja. Kaum kommt man besser das Auto, zwei Runden. Ich bräuchte 8, um mich dran zu gewöhnen. Was ich eben noch sagen wollte bei dem, im Chat eben, wo da das mit dem Besucher stand. Da habe ich erst gedacht, also ich konnte es ja nicht bis zum Ende lesen, da habe ich gedacht, oh, ich habe endlich wegen rechter Pferd oder so, wo ich dann bin schon. Du hast endlich was? Ich dachte, dass dann da irgendwie sowas da stehen wird. Ich glaube, da fehlt was. Vielleicht mit kleinen Ticken minimal sollte er noch irgendwann seine Sprachaktivierung ein bisschen anpassen. Ja, den Mittelweg hast du dann auch noch nicht gefunden. Nein, hat er nicht, weil er verschluckt jetzt teils die Wörter. Ja, nach dem Rennen mache ich es dann nochmal. Also wenn Stevie während des Rennens nachgucken kann, wie viel Pins seine Grafikkarte am Stromanschluss hat. Du, das weiß ich, weil ich es ja angeschlossen habe. Dafür hast du aber ziemlich lange überlegt. Weil ich mich vertan habe, vielleicht einfach nur... Im Nachhinein ist mir aufgefallen, es sind nicht 12, sondern 16. Ist vielleicht schön, sogar 24. Dass ich gewinne, aber die Abstände sind zu klein. So, und ihr sagt, mit Alt-Enter kann man da bleiben auf dem Server, oder? Ja, wenn du DGVUTU entsprechend vernünftig toll eingestellt hast. So, jetzt habe ich Alt-Enter und Alt-Tab gemacht. Hat nicht funktioniert, da muss halt auch mal wieder reinkommen. Hättest du nicht wenigstens abwarten können, dass ich die Ergebnisse hätte gehabt? Oh. Hat Azak das nicht genommen? Oh. Also steht's bei dir in Azak? Weiß ich nicht. Na, ich meine bei Tomete. Nee. Ja, das war zu früh. Ist irgendwie man das in Azak? Nee. Beziehungsweise ich kann gucken, aber wenn's bei dir nicht steht, dann steht's bei den anderen auch nicht. Kirsch hat eine Karre gewählt. Sorry. Oh, bei mir steht's. Z8, ne? Dann mach ich einen Screenshot davon. Ja, mach mal. Ja gut, das war jetzt unüberlegt. Da habe ich dann wahrscheinlich aus Versehen eine Karre gewählt, ja. So, ist so in Ordnung, oder? Wenn du wieder drin bist, Kirsche, geh mal auf Wagen wählen und beobachten. Ist das so in Ordnung jetzt, oder? Vom Pegel? Ach so, vom Pegel. Ja, hört sich gut an. Und jetzt beobachtet Kirsche nur noch das Video. Ich glaube, du musst das Rennen neu starten, oder? Sonst bin ich trotzdem vorne. Mhm. Das passt. Bist du dir sicher? Ja. Also wenn du zwischendurch das Auto wechselst, behältst du deinen Platz. Ja, aber wenn du auf Beobachten gehst, okay, ist das weg. Okay.
Dann, Tomate, floor is yours. Ja, er muss erst eine Karre wählen. Hat er schon. Nee, hab ich nicht, der ist noch am Laden. Was stand denn da gerade? Stand doch gerade. Ja gut, er hat noch 900 Sekunden. Ja gut. Aber wie viele Runden fahren wir jetzt überhaupt? 27. Genau. 3. Das ist mir zu wenig. Tomizzi überlegt, weil er gleich wieder aufs Klo muss, wetten. Naja, bei 3 Runden geht's ja. Ja, bei 3 Runden ist in Ordnung. Ah, die fährt sich gut. Ja. Hier kann ich auch die Handbremse statt der normalen nehmen. Der Schiff fährt hier unten, das ist verstanden. Der ist anders. Ich fahr oben, wie immer. Ach nee, das ist doch oben. Ach, da ist die Positionsanzeige wieder an Streich. Hier vom letzten zum ersten durch oben langfahren. Nein, das ist nur... Okay, bei Wald darf man so keine Alter, was Automatik ist denn mit mir heute? Ich krieg auch nichts geschissen. Das ist die Grafikkarte, da hat die irgendwas mitgemacht. Ja, ich weiß. Das stellt ihr erst um, wenn er das Geld komplett hat, weißt du? Dann läuft alles wieder perfekt. Warum fall ich Idiot eigentlich aus? Obwohl. Weil du trotzdem nicht letzter wirst, also sei ruhig. Ich seh dich nicht mal auf der Karte. Aber ich seh dich. Ich seh dich, Mann. Und ich nehme die Nix. Alter, ich krieg heute nichts geschissen, wirklich. Ja, Abkürzung? Nö. Oder richtig fahren? Nö, warum? Lieber schön nur Umwege fahren. Die Landschaft genießen. Oha. Ist ein Lager, ja. Also das mit den Bremsen ist so eine Sache bei dem Auto. Ist doch manchmal mit der FPS-Anzeige oben witzig. Am Anfang 140 FPS, jetzt 500. Niemand, könntest du bitte den Sicherheitsabstand einhalten, ja? Danke. Ich finde das hier sehr sicher eigentlich. Ich fühle mich hier gerade nicht so sicher. Wir haben keine Kollision, also. Also Stevie vielleicht schon, je nachdem was Demon da... Oh nein! Oh! Und das war kein Netzcode, es war die Realität. Das war die fucking Reality. Was war das denn? Ich meine, mich mal in der Nähe davon den Eingang schaffen zu können. Hab ich denn da anders gemacht? Du hast dich mit dem Posten mitgenommen. Ja, aber so mittig, so richtig mittig. Ja, also der spannt auf meinem Bildschirm aus. Wie ist denn das? Wieso bin ich denn? Stein. Ich glaube, ich mache das. Genau das gleiche habe ich aber auch gerade gedacht. Tomate ist wieder zu laut übrigens. Du musst einfach irgendetwas zwischen Mikrofon und Kopfhörer machen. Letzte Runde. Och wirklich, ich krieg nichts hin. Ich hab gleich keinen Bock mehr. Erst springe ich komisch, dass ich irgendwo gegenfahre. Dann klebe ich wieder an der Wand, dass ich mich wegdrehe. Ja, das Auto ist nicht nett. Gut, das fährt dir doch gut. Nein. Der fährt sich in Ordnung, also zumindest für meine Verhältnisse. Der fährt sich fürchterlich. Ich finde den geil. Ja, und das steuert wenigstens nicht. Nein, natürlich nicht. Der dreht sich die ganze Zeit. Wie soll der zur Zeit zum Untersteuern haben? Das fährt sich wenigstens gut, das Auto. Das kriegt nicht so Kurve. Ich brauch diese Untersteuergurken nicht. Gehen wir nur auf den Sack, diese Untersteuerkisten. Da ist das mal der richtige Erlöser, das Teil hier. Der kriegt eine Kurve. Der kriegt keine Kurve, der rutscht irgendwo rum, aber das ist ja nicht Kurve kriegen. Ja, doch, bei mir kriegt er die. Frag mich, wenn er bei dir die Kurve nicht kriegt, bei mir schon. Wieso bist du dann vor mir? Weniger Crashes als du?
Mach keine Crashes. Oh, okay, das war eine Ansage. Dann weiß ich es aber in der Tat nicht. Bist du dir sicher, dass du keine Crashes gemacht hast? Absolut. Weil ich habe einen fetten Reset, als ich über den Pfeiler hängen geblieben bin. Nee, ich habe kein Reset gehabt. Aber jetzt mache ich einen Crash, und zwar voll in den Traditionsbaum. Ich hätte zwar die Runde vorher machen sollen. Ja, alle drei Runden vorher. Warum willst du denn hier immer springen, Mann? Erste Runde ist schon. Vielleicht wäre ich dann sogar nicht Vorletzter geworden. Ey, kotzt mich das hier gerade alles an. Oh, Tometes beste Rundenzeit 1,40. Fährst du vielleicht, keine Ahnung, irgendwo anders lang? Das Rennen war total spaßig. Wie die Autos, die alle hin und rutschen. Alter. Für Tomete darf ich nicht zu laut sein. Wie die Autos hier alle hinrutschen, weil sie alle den Baum mitnehmen. Zu geil. Okay, aber wenn du 7 Sekunden langsamer pro Runde bist, dann ist da irgendwas nicht in Ordnung. Einfach schlechter, das ist das Problem. Ja, aber was machst du denn anders? Oh, Stevie hat den Baum verfehlt. Glückwunsch, du bist Zweiter. Was ist das also? Hätte ich vielleicht erwähnen sollen, dass dadurch die ganzen Punkte auf Null gesetzt werden von der Gesamtpunkte, oder? Das ist mir gerade sowas von scheißegal, so beschissen wie ich hier fahre. Oh Gott, ey. Mach's, komm los. Ist eh das letzte Rennen jetzt. Was war denn der Vorsprung von dir? Wie viele Sekunden waren das? Oh, das war unangenehm viel, glaube ich. Einfach nur I. Ja, keine gute Kombination. Och nee, komm, das muss doch nicht sein. Nee, muss auch echt nicht. Ach komm, die 10 Runden sind schnell abgefahren. So, ich fahre die jetzt aber trotzdem Automatik, weil ich Proben nicht kann. Zum Mitzu und ich möchte den Voxel nutzen. Es ist mir sowas von scheißegal, ob ich den Voxel oder den so habe. 6 Runden auch noch. Oh, wirklich so viel, okay. Warum habe ich nicht einen zweiten angefangen, dass ich das Box verfehle? Aber die Nies ist gar nicht so schlecht in Automatik. Ja, aber die Klasse 5er Automatik, das ist... Also der Nies geht noch, aber... Das war so eine Sache, aber bei den Tropen bin ich dann vorsichtig, weil ich mir vorstellen könnte, dass ich... Obwohl die Automatik so beschissen ist... Oh nein, ist sie nicht. Nicht nee, bei Nies geht's. Ja? Ja, ja. Also das Ding ist halt eben, man muss erstaunlich früh hochschalten. Und das macht die Automatik sowieso immer. Ja gut, das ist richtig. Also irgendwie glaube ich, es lohnt sich nicht, die Gänge wirklich auszufahren bei dem. Da müssten wir jetzt Meteor fragen, ob das mit den Daten übereinstimmt. Aber wenigstens habe ich es hier so schön bei Nacht. Bei Nacht? Ja. Bei mir ist die dickste Mittagssonne. Ja, ich habe doch immer die gleichen. Aber man muss aber auch dazu sagen, ich hab Dennis Ordner bekommen. Also Dennis und ich gleichen uns gerade komplett, bis auf das ich auch mein Profil immer noch habe. Naja, und du hast aber halt ich kann eben sein den, Profil mit auswählen jetzt. Du hast halt eben den limitierten Grafikkartentreiber, der irgendwelche Bugs einbaut. Naja. Weißt du, er hat einen Afterburner, er hat es nicht overclockt, nein, der hat da irgendwas reingegrätscht. Tja. Die Grafikkarte ist nicht overclockt, nur macht nur Probleme jetzt. So. Ich habe jetzt halt hier die Dacht, weil ich es immer gleich habe. Jetzt müsste man nur noch irgend so einen Cocktail oder so dabei haben. Warum auch immer das bei dir wirklich so bleibt. Was? Wo kommst du denn jetzt auf einmal her? Also du dieses Problem hast. Von draußen vom Walde komme ich her. Weiß nicht, wo das Problem ist. Also ich kann wirklich nur noch, also sobald ich die drei Orte habe, da zickt er dann wieder rum. Müssen wir auch mal angucken bei dir. Das gibt's, kann ja irgendwas nicht stimmen. Ja, aber dann sagt wieder Dennis drei Orte. Ja, nee. Ja, das war ja, das war halt so. Nur 4 Ordner sind das dann pro Gebiet. Dann hast du halt wirklich, dass es nicht gleich aussieht. Aber... Das geht bei mir irgendwie nicht mehr. Du bist schon auf einmal so vorbeigeschossen. Was hast du jetzt gar nicht gemacht, Jesse? Ich verstehe das mal. Mann. Ah, das war aber nicht die Methode, die richtig gut aussah. Ja. Aber zumindest überlebt. Die.
Bei dem Video, den du gerissen hast, hast du es auch noch überlebt. Naja, überlebt. Ich meine, guck dir an, was der Abstand ist, aber halt eben ja, nicht gecrashed und in der Gegend rumgerollt und resettet und sowas. Warum halt ist eben denn das so nicht passiert? Das ja, weil das wäre schlecht gewesen. Ja, das wäre geil gewesen, ne? Ansichtssache. Ich hätte das richtig episch gefunden. Ja, so weit vor mir hier. Ja, das Problem ist, dass die mir da vorne rumeiert und ich an ihm dranbleiben will, deswegen muss ich Gas geben. Kannst du auch die Bremse benutzen. Aber ich kann ja hier kaum noch auf der Karte sehen. Obwohl... Die Phantropen, wenn ich das interpretiere, das... Du uns Tropen... Du hast doch was Tropen angeht, doch sowieso deine Probleme mit. Ja, ja, ich habe mit HP2 generell meine Skill-Probleme, aber bei Tropen. Ja! Das hat schon gereicht, wie es aussieht. Jetzt zweimal hintereinander gegen den Invisible Wall gefahren. Zweimal hintereinander gegen dieselbe. Ja, warum machst du es denn? Hast du vielleicht auch einen Grafikkartentreiber von Demon? Nee. Nein, was mach ich denn da? Mann. Ich hab ja da AMD-Karte, da kennt er sich jetzt nicht so mit aus, das zu manipulieren. AMD-Karte? Ja. Ja, sicher hat er das. Ja, ich hab Trick. Eine sehr langsame. Willst du vielleicht meine? Vielleicht ist die sogar tatsächlich schneller. Ich weiß nicht, ich hab wird, ja. Ich glaube, der Putsch ist schneller sein. Ich hab ja hier eine R9 380 Series. Ja, ja, 380 hat er. Die ist wahrscheinlich sogar schneller als Tomates. Keine Ahnung, Tomates, weißt du, was du für eine drin hast? Radeon HD 6670. Ich kenne mich mit den AMD-Karten nicht aus. Also leider auch nicht so ganz. Aber ja, weiß ich jetzt nicht, was das für eine Karte ist, aber ich fürchte, dass die 380 besser ist. Aber wäre jetzt gemeint, die habe ich geschenkt bekommen zur Hilfe. Ja. Und will die jetzt schon wieder weggeben. Das wäre. Es wäre schon gemeint, das wäre so ein richtiger Arschloch-Move, glaube ich. Und ja, ein Arschloch-Move wäre es, wenn du sie verkaufen würdest. Ja, das stimmt. Ja, das wäre noch größerer Arschloch-Move. Das ist richtig. Das wäre aber trotzdem so. Richtig. Ich hab die an Tomete verkauft, die war mir zu langsam. Wie viel RAM hatten deine? Du meinst jetzt den Speicher, oder? Mhm. Ja, sicher. Ein Gigabyte ist das. Ich hab 4. meine AMD. Traurig, ehrlich gesagt. Meine AMD, die ich hier liegen habe, hat 4. Also, ja, okay. Damit ist meine Safe besser. Die wird auf jeden Fall deutlich besser sein. Kannst du schon Meter geben. Ja, aber das ist jetzt gerade ein bisschen Arschmove, glaub mal. Das musst du ja nicht wissen. Unter der Hand. Gut, dass es nicht in irgendeinem Video aufgezeichnet wurde. Nein, da bin ich ja froh drüber. Stell dir mal vor, das wäre jetzt irgendwo aufgezeichnet worden. Das Video musst du ihm ja nicht zeigen. Ich glaube, beide hat meinen Kanal abonniert, mal davon ab. Und die sind natürlich bestimmt auch sehr daran interessiert zu wissen, na, klappt es jetzt wieder bei ihm oder nicht? Ja, das auf jeden Fall. Ja, du sagst, ja, mit der 1080 klappt das ganz gut, sagst du dann. Gut, dass aber dieses Gespräch nicht aufgezeichnet wird, nein. Guckt er deinen Kanal? Weiß ich nicht, ob und wie regelmäßig. Ich meine, irgendeiner von den beiden hat abonniert oder so. Oh, Busch, das bin ich nicht. Sag mal, Tomete. Ja? Wo bist du? Weit hinter dir. Ich vermisse dich. Du bist doch auch noch nicht durch. Ach, wirklich? Es sind doch noch ein paar Runden.
Nicht weil die beiden Overskill-Leute hier sind. Also irgendwie kriege ich diesen Sprung nicht hin. Ich arbeite mich Stück für Stück an Demon ran, dann kommt der Sprung und ich falle wieder Kilometer weit zurück. Ja, ja. Aber jedes Mal. Also irgendwie sind unsere Renntage, wenn wir was anders spielen als HP2, dann doch interessanter von den Platzierungen her. Naja. Sicher. Es gibt bei jedem Spiel die üblichen 1-2 Verdächtigen, manchmal 3, ja, nur sind es 3. Also, ich kann halt immer safe sagen, ich weiß, auf welchen Plätzen ich so grundsätzlich bin. Ich will's, also, wir haben immer die üblichen Verdächtigen, ich will's mal so sagen. Ich hatte neulich ein Nice 2 Rennen gewonnen, also. Also, es passiert selten, es ist das zweite Mal passiert, aber es ist passiert. Ja, das kann mal passieren, klar, es kann auch ein HP2 passieren. Wir müssen halt bloß crashen und es muss halt eben eine kurze Rundenanzahl sein, dass ich wieder aufholen kann. Ja, in HP2 ist es auch ein einziges Mal passiert, glaube ich, aber. Aber in Nice 2, da streut meine Platzierung auf jeden Fall mehr als in HP2. Da kannst du aber drauf ab. In HP2 toggle ich nur zwischen letzter und vorletzter, eigentlich. Das ist aber auch mal krass auf, ist ja heftig, ey. Kann man bei Nice jetzt nicht so unbedingt behaupten. Ja, man könnte aber auch sagen, die toggle zwischen dem 3., 4., 5. und 6., je nachdem wie viel mitfahren. Ja, ja, gut. Also ich sag's mal so, bei Nice bin ich nicht immer auf den letzten Beinen, in der HP2 schon. Selbst in Dirt streut es mehr, weil da passiert es ja ab und zu, dass ich besser als Pete bin. Und auch hin und wieder sogar besser als du. Und bei Stevie da ist es ja auch das ist der gleiche, die gleiche Invisible Boy wie eben. Alter, hast du nicht draus gelernt, oder was? Nicht so wirklich. Und das gilt ja nicht nur für mich, also gerade dadurch, dass ich toggle, dann toggle die anderen ja, also ich nicht toggle, toggle die anderen ja genauso wenig. Belastend, diesmal hat Kirsch das überlebt, denn der... Ja, das Gute ist, ich dachte mir, jetzt fahre ich einfach mal genau Demon hinterher. Das hättest du mal gelassen, ey. Das hat super funktioniert, ich kann mich da echt nicht beschweren. Ja, super. Lern ich dir auch noch den Berg, oder was? Irgendwer muss es ja machen. Ja, ich glaube, das Ding ist, HP2 kenne ich halt ganz gut. Und die anderen halt nicht. Und die anderen übe ich inzwischen auch alle seit Jahren nicht mehr. Also vorher. Und dann hast du halt riesiges Rauschen drin, ne? Und wenn man die dann halt eben vorher immer üben würde, wäre das Rauschen auch gleich sofort kleiner. Lass dich nicht aufhalten. Und die sind ja relativ egal. Und die sind ja relativ egal. Die Faktenlage ist halt, dass es so ist. Und dass die anderen Spiele dann doch interessanter macht. Also nicht, dass HP2 deswegen ein schlechtes Spiel ist, das ist das zweitbeste Spiel, das wir im Plan haben, aber... Ja, ja, Platz 1 wird nicht was B zu 4 sein. Ne? Ja, Was mach ich hier falsch? Das hast du sehr gut festgestellt. Das war ja auch irgendwie klar. Dieses Brummen
hinter mir ist nervig. Jetzt musst du den Berg alleine schaffen. Hüppala, was ist denn das? Mal sehen. Wie war das nochmal? Ja. Naja, ganz schön gesprungen, aber war nicht langsam. War eher mittelmäßig aus, also. Ja, aber meine anderen Versuche waren deutlich schlechter. Aber vorhin bin ich echt ohne Abheben gekommen, das war halt viel besser. Ja, jetzt will ich dich gegen die Invisible Wall fahren und dann fahre ich alternativ gegen eine Visible Wall. Ja, die sind auch blöd. Also das hat's nicht besser gemacht. Ich hab kurz was das Netto kaputt gemacht. Mit? Ja, das ist ein Känguru Wapen gehabt. Ja. Ja, vielleicht habe ich das ja wirklich gemacht. Muss ja nicht immer der EA Netcode an allem schuld sein. Aber er ist an allem schuld, ne? Ja, es ist richtig, aber er muss es ja nicht immer sein. Wenn der EA Netcode nicht fährt, dann würde ich jedes Spiel gewinnen immer. Nein. Der Netcode ändert ja nichts daran. Der ändert ja nichts daran, wie du fährst. Ja, das war auch, ja. Oh Gott. Ich will einen Lenkkorrektur machen, so eine Scheiße. Oh, was ist denn das? Oh, das kenne ich doch schon von einem anderen Rennen. Was war das denn? Das völlig ist das random gerollt. Das hast du bei einem anderen Rennen auch schon so gemacht. Warum? Letzte Runde, hervorragend. Weil ausgezeichnet. Weil du möchtest die Meisterschaft in einer gesunden Balance mit mir halten. Ja, dass du nicht zu weit davon fährst. Ne? Ja, ich glaube, du kommst schon wieder näher ran, ne? Wahrscheinlich bist du jetzt vorne nach dem Renntag. Das wäre natürlich der Idealzustand. Nein, das sehe ich anders. Ach, warum in der letzten Runde so eine Rolle? Das war doch nicht nötig. Muss nur noch das letzte Mal der Berg klappen. Naja, du hast ihn jetzt 5-mal geschafft, dann schaffst du ihn noch ein 6. Mal. Das weiß man nicht. Ich habe ihn immerhin schon 2-mal geschafft. Also, aber die Karte sagt, dass mir was das so ein Crash schon wieder. Naja, gut. Nein, ich bin weit weg. Ab und zu sehe ich auf der Karte, aber ab und zu halt eben. Ja, ich habe den Berg nochmal geschafft. Dann schaffe ich ihn auch. Wenn du das machst, mache ich das auch. Jo, das war super. Oh, wie jetzt schon fertig? Ja, natürlich. Wir halten uns hier nicht so lange dran auf jetzt, ne? Noch wieder ewig Zeit verloren zum Kotzen. Naja, du crasht ja auch manchmal in der Gegend rum. Hey, ihr könnt ja jetzt noch lange warten und könnt mich schon beobachten. Hätte ich so aufheben können, aber nein, da habe ich dann auch rumgecrasht. Noch weit, weit, weit vom Ziel. Nächstes Mal kommt wieder Nice 2. Aber wieder eine Sekunde schneller in der Rundenzeit. Ja, habe ich nichts gegen. Bringt nur nichts, wenn man dann in der Summe trotzdem, was sind es wohl, 5 Sekunden hinter ist. Das war letzte, oder? Ja. Also Nice 2 wird bestimmt wieder nice. Moin. Der war schlecht. Da kommt einer, da kommt einer. Wird er den Sprung? Ja, hat den Sprung überlebt. Wie die leckere Kurve. Und Stevie ist im Ziel. Ja, auf mich konnte noch ein bisschen warten. Ja, die Karte ist wirklich nicht wirklich, aber ich halte nicht mal die Luft da wirklich. Na. Zum Mitte, wo bleibst du? Wie weit bist du noch weg? Weit, weit, weit. Ja, der ist schon in der 6. Runde. Nee. Doch. Doch bin ich, ja. Nein. Über Runden passiert hier erstaunlich selten.
In HP2, da kommt es ja jetzt nicht so oft zu überrunden. Ja, fast nie. Es sei denn, Buck fährt mit. Ja gut, aber... ja. Dann fährt er einfach falsch rum. Ja, aber auch generell über Buck sein Skill könnte ja sogar ich mich lustig in HP2, wenn ich's wollte. Naja gut, aber der ist ja jetzt einfach das Spiel gestartet und mal mitgefahren halt eben. Das ist ja nicht so, dass er irgendwas davon kennen würde. Das ist richtig, aber selbst dann müsste man eigentlich besser fahren. Das ist schon... Naja, wenn die Strecke nicht kennst, dann crasht du schon in der Gegend rum, oder? Aber nicht so heftig wie er. Also um so schlecht wie Buck zu sein, hätte ich gedacht, müsste man sich schon Mühe geben, wenn selbst ich den überrunden kann, aber... Hä, wenn du ein paar Mal crasht, dann hast du doch in der einen Runde den schon überholt. Also überrundet. Ja, weiß nicht. Doch, doch, doch. Wenn du jetzt irgendeinen random Typ nimmst, der das zum ersten Mal spielt, dann kann ich... Eine ganze Sekunde schnellere Runde, da hol ich das.